vor 6, 7 Jahren haben wir damit angefangen, dort mal genau an einem Stadtteil zu gucken, was können wir da mit den Mitteln, die wir in der Hand haben, Theaterarbeit, Tanz, Radio, Film und dann Sprachförderprogramm, Erzählzeit, was können wir bewirken, wie kriegen wir das verbunden? Das heißt, es entsteht ein Netzwerk von künstlerischen Tätigkeiten, Selbsttätigkeiten der Kinder, ins Theater kommen, gucken, die Kollegen erzählen dann in der Schule Märchen, dann sehen sie die auf der Bühne wieder, dann kommen die Eltern mit den Kindern, die das Stück schon mit der Schule gesehen haben. So verbindet sich auf einmal ein Netzwerk von Menschen zusammen, die auf einmal ganz kluge Kulturleute werden, diese Kulturfamilien. Nach der Vorstellung bleiben die Kulturfamilien noch hier und wir machen eine kurze Nachbesprechung. Dass Familien aus Fechnheim, aus welchen Kulturkreisen auch immer, an Theater herangeführt werden. Viele, mit denen ich hier war, waren noch nie teilweise im Theater. Viele Kinder waren noch nie im Theater. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen in unserem Kinder- und Familienzentrum in Fechnheim. Mit dem Projekt Kulturfamilien und in Fechnheim geht die Sonne auf, haben wir bereits 2016 den Mix-Up-Preis in der Kategorie Dauerbrenner gewonnen. Aufgrund der kulturpolitischen Unterstützung ist es möglich geworden, dass die Kulturfamilien und die Erzählzeit bei uns hier im Kinder- und Familienzentrum stattfinden können. Im Theaterhaus ist es so, dass die Schauspieler sich freuen, wenn die Familien aus Fechnheim kommen, um auf den Ruf zu kommen, wo sie sagen, hat sich schon was gesagt, das stimmt. Ja, wir spüren das hier selber, aber wir merken das im Theater, dass sie sagen, wenn die Kinder aus Fechnheim kommen, das macht Laune von denen, denn die haben alle die Geschichten und Märchen gehört, die wissen, wie Storys funktionieren, die sind sprachlich gut drauf und die haben Lust, ins Theater zu kommen, weil sie eben ein Stück dieses Bildungsweges mit uns zusammengegangen sind. Als Sie mir von Ihrem Projekt erzählten, und ich muss sagen, ich war ziemlich schnell begeistert von A, der Arbeit, die ja schon geleistet worden ist, aber B, insbesondere von den Plänen, die Sie geschmiedet haben, weil ich glaube, dass das, was Sie mir damals erläutert und erklärt haben, einer der vielversprechendsten Ansätze ist, eben das, was wir so schön technisch-kulturelle Bildung bezeichnen, am Ende dann auch mit Menschen, insbesondere mit jungen Menschen, mit Kindern, mit Jugendlichen umzusetzen. Denn der Hauptansatzpunkt ist am Ende wahrscheinlich immer die Einbindung der Familie. So, und dann haben wir gesagt, wir legen dieses Programm aus. Und da sind Sie schon mit reingegangen, dieses Projekt zu sagen, 10 Familien. Und ein paar von denen sind da, die von Anfang an dabei sind. Ne? Du bist da, nein, ein bisschen versteckt da. Und das, was wir, ich sage das so, was wir kulturelle Bildung nennen, ist aus meiner Sicht der Schlüssel wirklich für die Teilnahme an einer Gesellschaft. Der wirkliche Schlüssel für die Teilnahme an einer Gesellschaft. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Schwerpunkt bei kultureller Bildung und haben mal geschaut, was könnte man da machen. Und dann haben wir gesagt, wir packen mal so einen richtig schönen, dicken Kulturkoffer. Wir haben bis jetzt 73 Projekte umsetzen können mit diesem Kulturkoffer und hoffen natürlich auf noch viel, viel mehr. Die Familien an, genau. Und nehmen die Familien mit. Genau. Ja, Berner, weil wir sehr aktiv sind, wir sind Berner aktiv. In der Schule. Ja. Genau, ich bin in der Schule, in der Frühbetreuung und als Vertretungslehrer, deshalb kenne ich jedes Kind und auch die Eltern und ich weiß auch, wie die Hintergründe sind und da kann man die Familien schneller greifen und die trauen sich dann auch. Am Anfang ist aber schwierig. Ist klar, das ist genau. Ja, ja. Kommen die dann wieder, gehen die dann auch mal von selbst vielleicht ins Museum, ins Theater? Oder? Also die kommen, weil die Tür wird ja geöffnet. Ja. Durch uns und durch Gordon. Und dann sieht es auch anders aus. Und die trauen sich dann auch. Natürlich. Kinder, wenn die das von klein auf wissen und kennen, dann erleben die oder fühlen die oder machen das auch mit ihren Kindern irgendwann mal ganz anders. Weil eben Kultur ganz wichtig ist. Für die Eltern wichtig war, man wächst ja damit auf. Ich bin die Sonne.